Elian Braun verkauft in ihrem Laden in Winterthur Tee aus aller Welt. Es sind mehr als 200 verschiedene Sorten. Sie weiß, bei gewissen Tees muss man bei der Zubereitung gut auf die Wassertemperatur achten. Grüntee sollte man mit 60 bis 80 grädigem Wasser aufgießen, nicht heißer. Doch nicht nur Grüntee, auch andere Teesorten, wie beispielsweise der Oolong-Tee sowie gelber und weißer Tee, brauchen eine schonende Zubereitung. Das heißt, das Wasser darf nicht siedend heiß, es soll lediglich 80 bis 90 Grad warm sein. Wenn man die Tee zu heiß aufgießt, dann löst sich Bitterstoff schneller. Das macht den Tee bitter und herb. Das ist auch der Grund, wieso sehr viele Leute Grüntee nicht gerne haben. Es brodelt im Labor in Stuttgart. Für den Test prüft die Laborleiterin die Geräte auf Herz und Niere. 8 Geräte haben Kassensturz und das Konsumentenmagazin Saldo ins Labor geschickt. Bei diesen Wasserkochern lassen sich fixe Temperaturen einstellen, von 40 bis 100 Grad. Die Geräte kosten zwischen 51 und 90 Franken. Alle Modelle sind aus Metall oder Glas. Beim wichtigsten Testkriterium ermittelt die Laborleiterin, wie lange es braucht, um einen Liter Wasser auf 100 Grad zu erhitzen. Alle Geräte schaffen das innerhalb von 3 bis 4 Minuten. Auch wichtig, der Energieverbrauch. Da bei allen Wasserkochern die Temperatur gewählt werden kann, prüft die Laborleiterin, ob das Gerät diese Temperatur auch tatsächlich erreicht. Nur genügend der Wasserkocher von WMF. Eine Schwachstelle ist die Temperatureinstellung. Dieses Gerät hat in unserem Test die höchste Energieverbrauch gehabt und die längste Zeit, um Wasser hoch zu erhitzen. Der hat bei der Temperaturregelung eine Abweichung gehabt. Etwas besser schneidet der Wasserkocher von Philips ab. Note 4,5. Auch bei diesem Gerät gab es eine Abweichung bei der Wassertemperatur. Die Testleiterin prüft auch die Handhabung der Wasserkocher. Wie gut lässt sich das Wasser einfüllen? Und wie einfach ist das Einstellen der Temperatur? Im Test zeigt sich, dass die Geräte Wasser schnell erhitzen, aber auch das Gehäuse wird heiß. Wenn die Wasserkocher nicht gut isoliert sind, besteht Verbrennungsgefahr. Die Infrarotkamera zeigt gefährliche Erhitzungen. Bei 6 Geräten gab es deshalb einen Notenabzug. Diese Abzüge entstehen, weil die Isolierung der Wasserkocher unterschiedlich ist. Und wenn diese Isolierung nicht gut genug ist, der Benutzer kann in der Regel sich verbrennen. Ein Gut und Note 4,8 erreicht das Gerät von MioStar. Mit einem Preis von 89,95 Franken das teuerste Gerät im Test. Gleiche Note für den Electrolux-Kocher, das zweitteuerste Gerät im Test. Eine etwas bessere Endnote gibt es für das Gerät von König. Der Wasserkocher ist einfach zu bedienen. Bei all diesen Geräten gab es einen Abzug, weil sich Stellen am Gehäuse stark erhitzt haben. Dieses Gerät von Betty Bossi ist zwar sehr gut isoliert, allerdings verspritzt beim Ausgießen Wasser mit der Gefahr, sich zu verbrühen. Es gibt aber auch Tees, die müssen mit siedendem Wasser aufgegossen werden, sagt die Teekennerin. Das gilt für Mischungen aus getrockneten Früchten, Gewürzen, Kräutern und Rooibos, sogenannte Infusionen. Siedendes Wasser brauchen auch gewisse traditionelle Tees. Schwarztee und Puer-Tee, die sind zum Teil fermentiert oder der Schwarztee ganz fermentiert. Die kann man mit 100-gradigem Wasser aufgießen, dann entfaltet es richtig feines Aroma. Note 5,1 für den günstigsten Wasserkocher im Test.
Die Temperatureinstellung funktioniert bei Mi Smart Kettle über eine App. Note 5,4 für den Wasserkocher von Gastrobeck. Überzeugend in allen Testkriterien. Der Testsieger wurde eingekauft bei PC Ostschweiz, erhältlich unter anderem auch bei Microspot und Brack. Der ist sehr gut isoliert und in der Handhabung hat er natürlich auch sehr gut abgeschlossen. Und ist der heiße Tee mal in der Tasse, gilt es abzuwarten. So stimmt auch beim Trinken die Temperatur. Der QR-Code führt wie gewohnt via euer Handy direkt auf unsere Testseite. Übrigens, ganz eine wichtige Ergänzung zu diesem Thema: Wir haben ja Wasserkocher ohne Temperaturregelung getestet. Das ist zum Beispiel einer aus dieser Reihe. Der hier ist gut weggekommen. Es gibt aber auch ungenügende. Alle Testresultate im Detail zu beiden Kategorien, also mit Temperaturregelung und ohne Temperaturregelung, gibt es bei uns online.